Meine Damen und Herren, es geht weiter. Ich habe, glaube ich, ziemlich lange jetzt hier im Flow einfach vor mich hingewerkelt, mit Leuten gequatscht, Dinge sind hier und da zwischenzeitlich mal passiert, aber vom Main Progress ist einiges passiert. Ich stehe in einem absolut gewaltigen Warzenfeld mittlerweile. Ich habe heute den kompletten Stream, aka 7,5 Stunden, dran gebaut, dieses Warzenfeld zu vergrößern, damit wir auf äußerste gestört hier farmen können. Und ich habe jetzt hier diese Reihen, die kennt ihr noch von der Komplettlänge, vielleicht kann ich mal drunter durchgehen, einmal nach ganz hier hinten, die sind so lang wie oben das Pitcherfeld auf 250. Es ist auch das Warzenfeld. Nach vorne fehlt ein bisschen was, aber ich möchte mehr Reihen machen, als ich oben bei den Pitcher hatte, dass wir am Ende auf einem größeren Feld draufkommen, als die Pitcher sind. So, das wäre erstmal der Plan. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist noch eine kleine Lücke drin, weil da die Leiter zum Mobfarm runter ist. Die wollte ich nicht abschneiden. 8, 9, 10, 11 und ich werde hier noch weiter rasieren, bis wir, ich bin nicht ganz sicher, wo wir sind, ich habe keine Freecam, okay Leute, Admin-Bonus, das ist meine Freecam, so, meine Freecam kann man normalerweise nach oben gucken, das haben die Kollegen, ich habe es installiert, wir sind noch nicht ganz unter den obersten Netherwarzenfeldern, aber ich habe also noch Luft nach hinten, da würde ich ja wahrscheinlich weiterbauen und ich würde die auch nochmal hier ein bisschen verlängern, dass die unter meinen Hauptraum gehen. Ja, der wäre hier dann. Also wahrscheinlich bin ich mit dem Feld irgendwie so bis hier oder sowas, unten drunter. Und ich würde es auf jeden Fall noch über die komplette Fläche machen. Auch nach hinten dann noch. Die ganze Kakaobohnenfarm wird unterhöht und vielleicht sogar nach hier alles voller Netherwarzen unterirdisch, damit wir komplett voll haben. Die Felder hier oben sind finished. Ey, viel zu tun. Ich habe beim Vergrößern immer wieder Level gefarmt. Ihr seht, ich bin auf 128k gesund. Ich habe sehr viel Gold gekauft gehabt, verkauft gehabt, weitergegeben, Stuff verschenkt. Und zwar, ich habe alles, was ich gekriegt habe, oder Gold eingetauscht gegen Shardblöcke, die habe ich verschenkt. Flocker 3 gekriegt, beispielsweise. Und das viel passiert. Ich habe Gold geschmolzen, Soul Sand getradet die ganze Zeit. Ein dunkler Schatten schleicht immer noch im Village Hub umher. Ihr seht doch die ganze Zeit gekauft. Ich habe Gold gekauft. Ja, ich habe in der Zeit mir 90 Warzenkonzentrat angespart, von dem wir jetzt mal gemeinsam Netherwarzenfarmer gehen und alles durchtraden. Ich habe 9 Himmelswarzen oder Fragmente der Himmelswarzen, um genau zu sein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt und schauen mal, ob wir irgendwas Tolles gedroppt kriegen. Jetzt wird es nämlich mal wieder spannend. So, ich war schon 2-3 Mal drin, aber das erste Mal, dass wir jetzt irgendwas Geiles kriegen können, ist jetzt. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich würde das vorbereiten. Wir nehmen immer den Gravitationsstein, die Offhand. Raketen brauche ich immer. Ich habe einen Bogen dabei. Das Pfeil haben wir noch dabei. Ich kann mal den Warzenpflanzer raus tun. Platz im Inventar passt. Wir gehen los und schauen mal, ob wir etwas Nices gedroppt kriegen. 9 Versuche. Rein geht's in den Rift im Portal und mal gucken, was passiert. Dann droppe ich mal die erste Warze wieder rein. Hallo? Der Gravitationsstein saugt die natürlich auf. Ja! Das ist natürlich auch klar, deswegen muss ich vielleicht so droppen immer. Jetzt checke ich das, warum das nicht geht, wegen dem Gravitationsstein natürlich. So, dann zeigt doch mal her. 1 von 3 gekillt. Seit neuestem gibt es dann einen Counter. 3 von 3. Ah, leider Rotten Flesh. MXD. Oh mein Gott. Ich weiß nicht gar nicht, was passiert, wenn man die in der Hand hält. So, und wenn man rausgeportet wird, sieht man, es wird zurückgesetzt. Es gibt in Stone auch ein Portal, was etwas schneller available da ist. Damit ich nicht immer in meine Base rennen muss. Das ist nicht schlecht, by the way. So, gehen wir wieder rein und machen mal die nächsten Zorglins. Mal gucken, ob diesmal stoppt. Wie gesagt, Rotten Flesh ist drin. Alles weitere. Sehen wir dann. Komm her. 1 von 3. 2 von 3. Der 3 von 3 steht halt nicht da, ne? Die Babys gehen übrigens auch. So, komm her. Also ich hätte nichts gegen nichts mit einer kleinen Prise etwas zur Abwechslung. Der ganze heutige Tag für nichts. Also es fällt wieder größer. Ne? Wir werden jetzt jeden Tag mehr und mehr und mehr davon machen können. Nächstes Jahr Warzenboss Arnold Schwarzenegger. So, Entschuldigung. Haben es schon mehrfach gesagt, ist immer noch witzig. Zumindest für mich. Auch nichts. Ja, ich habe einen ganz großen Haufen nichts gekriegt. Nicht mal irgendwas. Und ich dachte schon, die Chestlet wäre zu häufig, weil die so schnell gezogen wurde von so vielen schon. Aber es war einfach nur Luck. So funktioniert RNG. Es war einfach nur Luck. Was ich anscheinend nicht besitze. Hi!
Sorry, dass ich direkt nerve. Aber Fugtl hatte gar keinen Bock zu traden. Warum nicht? Hat die keinen Level gehabt oder wie? Nee, die meinte so, ja, nee, willst du nicht. Ja. Okay, nö, also ich hab 124.000 Level, das reicht für Gold und Mars. Willst du 5 Stacks haben oder willst du mehr haben? Ich hätte 1 Stack und 14 Element Schaden. Also 5. Genau, machen wir einfach mal den 1 Stack. Genau, und dann lege ich dir einfach mal in die Chakra-Box mit dem Fleisch und so. Ja, ich kaufe gerade nach, Sekunde. Perfekt, dankeschön. Oh mein Gott, du bist mein Lebensretter. Ich sag's, es ist. Ja, Gold ist heiß begehrt. Absolut, absolut. Und du musst nie wieder Element Shards farmen. Das ist auch angenehm. Ja, mal gucken. Mal gucken, okay. Bedeutet, es wird noch einig auf uns zukommen wohl. Ja, ne, ich brauche ja noch alle für die Trankeffekte, brauche ich ja ultra viele. Ja, okay, ist true. Aber jetzt fahren wir ja alle gemeinsam für dich aktuell, mehr oder weniger. Let's go. Dann ist ja geil. Okay, perfekt. Dann gehe ich direkt mal durchschmelzen. Danke dir. Ich würde sagen, wir gehen... Oh, das passt ja perfekt für die Kisten hier. Wir gucken mal, was abgeht. Und wir gehen mal in den Talk mit rein. Zwecks Business. Bark soll ein Zockerkinder, ne? Ja. Ich wollte gerade... Ich habe mir herbeibeschworen. Ich habe gerade gesagt, Spark soll angeblich was für 100.000 gekauft haben. Ich habe für 128.000 nur Gold gekauft gerade. Boah. Oh mein Gott, ey. Da der Mike lebt. Also der, ich glaube, ich habe so 4.500 Goldblöcke jetzt. Crazy. Oder fast 40, 50.000 Gold. Ja, mein Lieber. Ich bin heute mit 460.000 Leveln gestorben, Spark. Wirklich? Mhm. Tut weh, ne? Ich war in der Zombie-Piglin-Farm, war mir einen Kaffee holen, stand da und dann kam von hinten, weil ich das Zorn nicht zugemacht habe, ein Zombie-Piglin im Stream. Alle haben mich ausgelacht. Nochmal, was hast du da nicht zugemacht? Das Zauntor hinter einem. Nicht zugemacht und dann kam ein Zombie-Piglin, der irgendwo auf der Farm gespawnt ist, weil ja überall was spawnen kann. Ich dachte gerade in der Warzen-Dimension, du meinst bei dir, ich dachte, da kannst du gar nicht bauen. Ja. Nee, im Nether, das spawnt ja überall, wo quasi ein Block ist, wo was spawnen kann, spawnt ja was. Und dann ist halt in der Farm von Feister bei dem Pitch dann irgendwo ein Loch gewesen und was gespawnt. Aber mit Regeneration, Elementrüstung, konntest du das nicht gegentanken? Nee. Okay. Der hat ein gutes Schwert wahrscheinlich. Ja, jedenfalls, also ich habe jede Menge, wer braucht? Ja, ich gerne. Wer braucht das gute Zeug? Spark, du willst nicht zufällig Elementrüstung oder so haben? Hm, hast du eine zweite gekriegt? Ich habe eine zweite Chestplate und eine Hose. Eine Hose noch? Hm, beides. Was ja gut, eine zweite Hose habe ich auch. Chestplate habe ich noch gar keine, aber ich bin ja auch im Überlegen, ein zweites Set zusammenzubauen. Einfach, damit ich das verleihen kann oder so. Je mehr halt, umso besser. Ja, wenn du mal stirbst, ne, dass du wieder neu hast. Ja, genau. Also, ich wäre bereit, dir die Element Chestplate zu traden. Das ist sehr begehrt. Also, da gibt es echt viele, denen ich das geben könnte. Fuchs will auch, also, Kroko will auch. Ich würde sogar sagen, also, ich habe die ja auch nur, um sie weiterzugeben. Ich will mir meine eigene looten, ne? Das ist keine Frage. Ja, ich würde sogar die Element Shards bevorzugen, dass du die Rüstung jemand anderem dafür gibst, lieber. Okay. Ich habe 2 Stacks Element Shards für dich gefarmt. Ja. Was würdest du mir dafür geben? 10 Stacks Goldblöcke. Space habe ich eben auch schon dir gemacht. Also pro Stack Element Shard 5 Stacks Goldblöcke, aka 4. Ne, wie waren das? Also mal eine 9 an Ingots. Jo, das hört sich sehr fair an. Das können wir machen. Dann fahre ich hier noch kurz zu Ende und dann komme ich gleich zu dir. Jo. Ich habe eine grauen Schalgerbox am Eingang von meiner Base, die reingelegt. Ich bin jetzt gerade mal am Ernten auch noch. Und du kannst einfach die Schatze reinschmeißen und die Blöcke nehmen. Jo, mach ich. Spark, ich habe ein Projekt mit Netherite-Blöcken ganz vielen. Und ich brauche dafür halt ganz, ganz viel Gold. Mhm. Ich will jetzt nicht den machen und allen das Gold wegkaufen von dir. Aber ich würde... Lass dir gerne wegkaufen. Das es Gold, gerne wegkaufen. Das Gold, was du für Netherite-Blöcke brauchst, ist verschwindend gering im Vergleich zu allem an Bartering. Wenn du... deine 100 Blöcke hast jetzt mittlerweile vielleicht maybe oder 60 oder 70, ich weiß gar nicht wie viel. 62 muss ich mal. 62, okay. Bisher. Dann überleg mal, du brauchst ja pro Block 9 davon, dann mal 4 für den Ingot oder sowas. Das ist nicht so überragend viel, also da musst du keine Angst haben, dass du anderen was wegkaufst und alle anderen müssen auch keine Angst haben, dass was weggekauft wird.
Ich würde dir einfach mal eine weitere Schalke bestellen. So. Ja. Also quasi eine volle Schalke obendrauf. Wäre das wieder mit den Charts zu besteuern? Das wäre wieder am besten. Also wie gesagt, ich kann mir dann davon die Effekte holen. Ich würde sogar sagen, in der Schalker-Box passen ja 27 Stacks rein, aber du musst nur 25 bezahlen, weil Mengenrabatt. Könnten wir das mit der Chestplate trotzdem machen? Weil dann, ja. Weil du keine Charts hast. Ja, weil ich müsste die halt wieder farmen. Du kannst mir das auch verzögert geben, also so wie ich. Du hast mir auch, was hat es mir gegeben? Für die Schalker-Box den mythischen Pflanzer und ich habe dir die am Tag danach gegeben. Also ich habe es nicht eilig, du kannst das auch abstottern. Okay, das heißt, das wären dann, wenn ich jetzt die Charts abgegeben habe, für 25, oder die 27 Stacks meintest du, wegen Mengenrabatt, 3 Stacks Charts, richtig? 5. 25 durch 5 sind 3. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich auf 3 kam, wahrscheinlich, weil wir den letzten Deal mit 3 gemacht haben. Ja klar, also 5, ja. Genau, dann kann ich mit von Space und noch ein bisschen was mir dann vielleicht Instant Health holen oder so als Effekt. Okay, boah, 5 Stacks, aber mach ich dir. Das wäre es mir wert. Boah, wir haben heute, was den Schatten angeht, richtig rumgerätselt, ne? Ja. Boah, ja, richtig viel für probiert. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, genau. Das hast du gesehen, Spark? No. Nee, habt ihr das gehabt? Ja, nee, wir hatten richtig okay, viel das gemacht. Okay, dann war das jetzt ein Hinweis, Entschuldigung. Ja, das war aber, das, okay. Oh! Aber das war auch eine Erkenntnis, die wir theoretisch schon hatten, ne? Warte ja, mal, was er hat gerade aus Versehen was geleakt, weil er dachte, wir hätten es schon, Space. Wir haben ihn! Wait a minute! Wo Licht ist, ist auch Schatten! Aha! Wir bezwingen den Game Master! Der verarscht uns doch schon wieder! Der verarscht uns doch schon wieder, natürlich! Oh, ja, natürlich! Junge Tian, der verarscht uns doch am laufenden Band! Nein, das war doch da, wo ich dir geschrieben hab, mit den, war ich doch in deinem Chat und was du nicht gelesen hattest, da habt ihr drüber geredet. Oh mein Gott, ja. Ey, ja, das ist der Beweis, dass ich nicht gelesen habe. Ich dachte gerade, ohne Witz, du hättest... Ach, Mann. Die haben es. Oh mein Gott, Johannes! Oh mein Gott. Als ob wir es wirklich geschafft haben, ne? Als ob wir es wirklich gerade geknackt haben. Das war so plausibel eigentlich. Es war so random. Es war so plausibel. Wo habt ihr das Auge hingepackt? Oh mein Gott. Nee, es war nichts mit dem Auge. Nee, es war nicht das Auge. Das mit dem Auge war ursprünglich eigentlich so ein dummer Gedanke. Aber wir haben jetzt einfach den Schatten und wir folgen ihm gerade. Junge, es ist. Okay. Es ist ein so stupid. Mann, Alter, ich hab's verkackt. Ja? Ist er weg oder wie? Ich glaube, ich 100%ig. Nee, 100%ig krieg Spark eine Nachricht, wenn wir das lösen. Mann! Das ist ein Schlingel. Ah, Scheiße. Ich wusste, dass ihr es nicht habt. Und zwar hättest du es auch so gelöst wie wir. Auf genau diesem Weg. Zu tun, als hättet ihr es gelöst, damit ich dann sage, oh, habt ihr das und das gemacht? Ja. Nein. Mit Kerzen wird aber safe jetzt keine Lösung sein, oder Space? Weil, also wir haben ja alle Kerzen jetzt. Das wird eigentlich passen. Genau jetzt bekommen wir alle Kerzen. Jetzt können wir die benutzen. Mm. Ja, natürlich. Aber du hast ja schon alles mit Kerzen probiert, oder? Nee, noch nicht alles. Okay. Was wäre, wenn wir einen Flintenstiel und eine Kerze zusammenwerfen? Ja. Nee, ich meine sie ernst gerade. Mach Big Explosion. Wirklich, Tian, du hast immer die schlechtesten, absurdesten Ideen. Wirklich, du erfindest immer so viel Scheiße. Deine Ideen sind jedes Mal so schlecht und so absurd. Hä? Oh mein Gott. Ja. Was ist los? Seit wann hat Basti Zockt denn einen grauen Schwanz? Einen grauen, wackelnden... Oh mein Gott, er will den mit dem Schwert hauen. Er haut ab. Oh nein, er kennt den Fisch noch nicht. Oder hat er den bis jetzt einmal gemacht? Nein, Basti hat bis jetzt immer noch nicht den Fisch gemacht. Nein, er hat bis immer noch nicht den Fisch gemacht. Ja, das ist nicht Basti zockt, sondern das ist Basti zockt nicht. Und sofort der nächste gespawnt. Oh mein Gott. Ich habe einen Bug gefunden. Leute, ich habe einen Bug gefunden in meinem eigenen Code. Get ready. Wenn man einen Silberfisch hat
den auf 19 hochfüttert, dann muss der ja einen fressen, um zu platzen. Wenn ich mir jetzt einen Stick daneben werfe, dann kann ich diesen zum Platzen füttern und mit diesem Stick hier sofort einen neuen beschwören. Also ist der Stein doppelt nutzbar. Achtung. Einer frisst, neuer spawnt. Oh mein Gott. Ich check auch nicht, wo die ganze Zeit die Viecher herkommen dann. Erwischt. Oh mein Gott, eine Armor-Trim sogar gekriegt. Jetzt, wenn wir dies irgendwie so einer Trapdoor-Fest fahren würden, wäre chillig. Ich hab nochmal Schuhe gekriegt! What? Einfach so in der Base von so einem random Hasen. Element Boots gedroppt. Wir haben wieder welche. Auf Ansage. Oh mein Gott. Ja, geil. Das passiert auch mal in Elements. Du gehst einfach in die Base, schlachtest ein paar wild losgelassene Hasen los, die da rumchillen, und du kriegst einfach nochmal die Boots. Jetzt habe ich die viermal, also dreimal Überschuss. Es wird Zeit, meine Damen und Herren. Wir machen nochmals 11 weitere Himmelswarzen. Ich habe heute wieder die ganze Nacht gefarmt. Let's go. Ich möchte das Wildschwein-Rack, wollte ich sagen. Ich möchte die Element Chest. Oh mein Gott. Element Chestplate haben. Aber vielleicht nicht auf die Art und Weise. Da bin ich ein bisschen zu weit runtergeglitten. Das war nicht ganz geplant. So, ja. Hier haben wir doch ganz viele Kandidaten, ganz viele Rüstungskandidaten. Komm mal her. Machen wir die einfach einen Bogen weg von oben. So, das war ein Fleisch. Das war auch ein Fleisch, wahrscheinlich. Ja, ich habe zweimal Fleisch. Fleisch, trommelnden Fleisch. Eine Schweine fehlt noch. Hallo? Oh, die muss ich mal rausmachen hier. Hallo? Ja, ich wollte jetzt, also die machen halt böse Damage, ne? Nein, ist nur Fleisch gewesen. So, ich habe es nochmal verkürzt auf 3 Sekunden, weil halt, ne, ansonsten die Leute ein bisschen gecheatet haben. Ich kann den Warzen nochmal wegpacken. Da habe ich jetzt eine bessere Übersicht, was wir reingesaugt kriegen. Es geht weiter. Das war jetzt die 11. Jetzt machen wir mit der 10. weiter. Oder mit der Warze Nummer 10. Wir werden sehen. Komm, ich mache hier die unten drunter wieder. Oh, das sind richtig viele Schweine. Ich habe einen Key! Ein Key ist gedroppt. Let's go! Ein roter Key. Nummer 6. Hallo? Da hinten vielleicht noch. Nichts. Nix, aber wir haben einen Key. So, dann gehen wir wieder zurück. Leute, das waren 11 Warts nochmal. Und dann muss ich mal ganz kurz hier die Kiste wieder nehmen. Hier werde ich jetzt den Key rein tun, vorstellen. Zack, die Reihe ist erstmal voll.